das vielleicht auch selbst wieder fotografiert. Ja, weil halt doch viel mit auch Glück zusammenhängt und sich nun mal nicht alles planen lässt. Guten Morgen alle zusammen. Ja, liebe Grüße aus der Lüneburger Heide. Hier hinten seht ihr mein nicht aufgeräumtes Auto. Heute gibt es mal einen Vlog und zwar nehme ich euch mit in die Lüneburger Heide, in den Moor und zwar in den Pietzmoor. Hoffentlich bei Nebel. Wenn nicht, das ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall gibt es dort richtig schöne Fotos und vor allem die Landschaft ist sehr, sehr schön. Von so her bin ich gespannt, wie die Fotos werden. Und da ihr euch Vlogs gewünscht habt, mache ich das jetzt einfach mal ein bisschen mehr und zeige euch das ringsherum und auch das, wie die Fotos entstehen. Viel Spaß. So, inzwischen habe ich mir natürlich die lange Hose angezogen und meine tolle Regenjacke drüber gezogen und also von der Landschaft ist es halt mega geil hier, ja. Also Lüneburger Heide habe ich mir einen Ticken langweilig vorgestellt, ist aber echt wunderschön, gerade zum Herbst mit der tiefstehenden Sonne und zur goldenen Stunde ist es richtig geil. Vielleicht könnt ihr das sehen hier drüben. Kann man das sehen hier vorne? Genau, also so freistehende Bäume findet man hier en masse. Und da lohnt es sich schon, hier mal vorbeizukommen. Ich zeige euch ein bisschen, wie es hier aussieht und ihr genießt die Aussicht. Und wir haben keinen Nebel, aber einen wunderschönen Sonnenaufgang. Ich hoffe, ihr könnt das hier im Hintergrund ein bisschen sehen. Der Himmel ist jetzt sehr hell, aber ja, ist auf jeden Fall ein wunderschöner Sonnenaufgang hier. Landschaftlich sehr schön, mit so ein paar Seen immer zwischendrin, ja, so was man halt im Moor vorfindet. Genau, ich zeige euch das nochmal kurz hier in der Ferne. Also Nebel gibt es zwar immer noch keinen und wird es heute keinen mehr geben, aber es gibt dafür einen wunderschönen Spot und zwar hier am Wasser. Ich zeige euch das mal. Ich schaue, dass ich die Blende zumache, vielleicht so auf Blende 2.8 könnte ich gehen. Ja, Verschlusszeit etwas kürzer, weil ich aus der Hand fotografiere und ISO ist eigentlich egal, aber ich nehme jetzt mal ISO 320, dabei schaue ich mir das Histogramm immer an. Wo ist es? Moment, hier. Ja, genau. Exposed to the right. Geht mal noch ein Ticken hier vor. Ich warte, dass ich noch etwas Moos drauf bekomme. Weil das Moos auch zu dem Moor gehört, vom Look. So, noch ein bisschen kürzere Verschlusszeit. Ja, das ist schon besser. Das ist schon viel besser. Genau. Also kennt ihr die Devise? Nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund sollte etwas sein. Ja. Ja, nach der Lüneburger Heide vorhin befinden wir uns nun so ein bisschen am Fuß der Ostsee und zwar ist es hier am Hummelsdorfer See, so nennt sich das hier. Und Ansgar war so freundlich, mir den Spot zu verraten, denn er hatte hier im Laufe des Jahres schon ein sehr, sehr cooles Foto gemacht. Und zwar kam da die Sonne hier hinter dem Häuschen vor. Ich weiß nicht, ob es Sonnenaufgang oder Untergang bei ihm war. Ja, und für heute werden wir mal schauen, dass wir noch einen Leuchtturm, davon hat es ja sehr viele hier in der Gegend, mit abgreifen zum Sonnenuntergang. Denke ich, sollte das eine gute Geschichte werden. Auch da ist die Sonne nicht hinter dem Leuchtturm dann heute Abend, sondern wird den Leuchtturm anstrahlen. Das heißt, ich muss da erstmal herausfinden,
welche Perspektive da ganz gut aussieht. Das scheint in Travemünde nicht so einfach zu sein, so meint es zumindest Ansgar. Also werde ich mich wohl sehr anstrengen müssen, da ein gutes Foto zu bekommen. Und sollte es kein gutes Foto werden, dann genießen wir einfach, glaube ich, das Wetter und die Aussicht. Und dass Pepper eine Runde mit uns gehen kann. So, nachdem wir jetzt unsere Fotos gemacht haben, und zwar am Timmendorfer Strand, war jetzt nicht so spektakulär, war eher so okayisch, normal, geht es jetzt noch weiter zum nächsten Spot, und zwar zu einem Leuchtturm. Könnt ihr den sehen da hinten? Ich tippe mal drauf, vielleicht könnt ihr es erkennen. Ja, dort hinten, genau, da geht es jetzt hin. Ja, mal schauen, wie das wird. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Also bis gleich. Also angekommen an der Ostsee sozusagen. Ich zeige euch das mal hier hinten, damit ihr mir das auch glaubt, wo ich bin. Also hier ist die Ostsee, genau im Hintergrund. Jetzt bin ich wieder im Fokus. Und es ist in der Tat schwierig, den Leuchtturm gut zu fotografieren. Das heißt, ich muss hier eine Böschung noch hochklettern, hier, um den Leuchtturm ein bisschen mit der Kamera auch kriegen zu können, weil sonst wird es schwierig mit einem Foto von einem Leuchtturm. Und wir müssen das morgen nochmal probieren, aber ich lasse was ungern, unversucht. Ich will auf jeden Fall einfach mal schauen, ob ich hier hochkomme und ein Foto bekomme. Bock habe ich jetzt nicht hier hochzuklettern, aber ich muss für ein Foto, ich muss. Es geht nicht anders. Den Spot mit dem Leuchtturm hatten wir jetzt gerade gehabt. Ich bin echt unzufrieden mit dem Spot. Das war jetzt überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, genau, was meine ich, um euch das ein bisschen besser zu erklären. Der Leuchtturm ist ziemlich gut hier eingebaut in das Wohngebiet. Das heißt, es ist sehr schwer, den Leuchtturm gut in Szene zu setzen. Typischerweise hat man den Leuchtturm direkt am Wasser oder an einer Düne oder in Wiese gut eingebettet. Und da hier sehr gut im Wohngebiet ist, ist es schwierig, ihn gut in Szene zu setzen. Da musst du dich echt aufpassen, dass keine Wohnhäuser unnütz mit davor sind oder stören. Und Autos standen viel dort und war alles nicht so einfach. Ich habe 2-3 Shots gemacht. Und zwar hatte ich auch eine Situation, da kam die Sonne von hinten sozusagen vom Leuchtturm und da hat es einen wunderschönen Glow an der Seite gehabt. Das Foto ist okay geworden. Ich blende euch das mal ein, schaut euch das mal an und sagt mir einfach mal, wie ihr das findet. Ich finde es okay für ein Foto, was echt schwierig ist hier zu machen. Von so her denke ich, ist es okay geworden und ich kann relativ zufrieden sein mit dem Ergebnis. Ihr kennt das vielleicht auch selbst, wenn ihr fotografiert. Ja, weil halt doch viel mit auch Glück zusammenhängt. Und sich nun mal nicht alles planen lässt, gerade was Wetter angeht. Von so her muss man das einfach ein ganzes Stück nehmen, wie es kommt. Ja, für mich heißt es jetzt erst einmal die Fotos sichern, etwas essen, etwas trinken und dann nochmal den Spot für morgen genau scouten, nochmal schauen, wie die Sonne kommt und vorbereiten. Und dann geht's morgen weiter. So, nun sind wir hier am Gespensterwald angekommen. Der Gespensterwald ist in der Nähe von Rostock. Wer es nicht kennt, einfach mal auf der Karte schauen. Hier sieht die Ostsee auf jeden Fall ein ganzes Stück anders aus als gestern. Hier ist sie etwas aufgeweckter. Wir haben auch viel mehr Wellengang hier. Es ist etwas mehr Wind als gestern. Von so her gucken wir mal. Gespensterwald ist ja wieder so ein besonderer Ort. Also ich freue mich riesig darauf, da jetzt gleich Fotos machen zu können. Denn es ist nicht der einfachste Ort zum Fotografieren, denn er sieht sehr schnell langweilig aus, auch wenn die Bäume sehr imposant sind. Aber das A und O ist da wieder das Licht. Das heißt, die Sonne muss richtig gut kommen, dass der Spot auch gut aussieht auf Fotos. Oder es braucht ein bisschen Nebel oder ein bisschen Regen, so eine diesige Stimmung. Also es ist nicht so einfach, den Spot gut aussehen zu lassen. Ich habe auch erst wenige Bilder gesehen, die mich wirklich überzeugt haben von dem Spot. Von so her muss ich jetzt mal schauen, was ich da rausholen kann. Wer hätte das gedacht? Selbst im Gespensterwald hier an der Ostsee ist es so ein bisschen wie im Elbsandsteingebirge. Zum frühen Morgen gibt es schon eine ganze Menge Fotografen, die hier Fotos machen. Okay, also mit dem Hintergrund hier, der Mond hier sozusagen zum Morgen, kommt das natürlich richtig gut. Ich habe meine Kopflampe drauf, also die solltest du auch mitnehmen, denn gerade am Morgen ist es so dunkel hier, das ist auch nichts beleuchtet hier. Da sollte man schon eine Kopflampe dabei haben, um sich nicht zu verletzen, ja? Ist klar, um was zu sehen.
So, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen hier aufbauen und werde gleich mal ein paar Fotos machen. Stativ habe ich nicht dabei, brauche ich auch keins. Und dann alle, die denken, jetzt komme ich hierher und fliege mit meiner Drohne, mache Fotos. Es ist nicht erlaubt hier, das Naturschutzgebiet. Das heißt also, man sollte das auch respektieren, dass hier das Drohnenfliegen dementsprechend verboten ist. Hier hängen keine Verbotsschilder. In Naturschutzgebieten ist es auch verboten, mit Drohne zu fliegen. Von so her, also wer hier ist, sollte das, denke ich, respektieren. Einfach aus Respekt vor der Natur. Gespensterwald, der nächste Part. Sozusagen jetzt zum Sonnenuntergang. Das heißt, die Sonne kommt aus der anderen Richtung. Ich habe es heute Morgen schon gesagt. Ich bin gespannt, ob die Sonne echt so durchkommt zwischen den Bäumen, wie ich mir das erhoffe. Denn dann wäre das der perfekte Glow im Wald, sozusagen hinter den Bäumen. Das ist genau der Look, den ich haben möchte. Das ist auch genau der Look, der den Wald noch so besonders macht. Denn ansonsten sieht es ein bisschen langweilig aus, ohne besonderen Licht. Hoffentlich wird's was. Ich hoffe mir da echt viel. Es muss jetzt wirklich noch klappen, vor allem muss die Sonne jetzt gut durchkommen. Jetzt steht sie noch etwas weiter oben, das heißt, es ist jetzt noch ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr, die ich jetzt noch warten muss, und dann sollte das vom Licht auf jeden Fall passen. Also das Licht ist perfekt, die Sonne kommt richtig gut, ich hoffe, wir können das hier hinten auch erkennen. Der Glow ist schon richtig geil durch. Ich hoffe, jetzt kommt noch so das gewisse Etwas in der Sonne. Auf jeden Fall wirft sie schon einen richtig geilen Schatten, hat ein mega Licht. Ihr seht und merkt, ich bin ziemlich begeistert und werde jetzt auch weiter fotografieren, denn ich muss den Moment nutzen. Nur ganz kurz zu den Einstellungen, wie fotografiere ich und was benutze ich. Ich habe mich jetzt umentschieden, und zwar vom Weitwinkel bin ich jetzt auf das Tele gegangen, das 70-200. Ich habe festgestellt, je mehr Brennweite, gerade jetzt beim Sonnenuntergang, desto besser. Denn durch den Kompressionseffekt im Bild habt ihr noch eine etwas mystischere Anmutung des Waldes, weil alles ein bisschen verdichtet aussieht und alles noch ein bisschen enger beieinander steht. Und ein anderer Look ist als beim Weitwinkel, der ist auch geil. Aber beim Tele finde ich es jetzt gerade noch schöner. Das heißt, wenn du ein 70 bis 300 hast, Blende 3,5, Blende 4, macht das gar nichts. Das kannst du auch wunderbar verwenden, denn bei der Sonne machst du sowieso ein bisschen die Blende zu. Jetzt keine Blende 8. Aber offenblendig kannst du schon benutzen und gehst dann ein bisschen mit der ISO hoch, das passt schon. Also für mich heißt es jetzt weitermachen. Was war schwierig? Sehr schwierig ist es, den Moment abzupassen, wie das Licht zwischen den Bäumen durchkommt. Zweite Schwierigkeit ist die Perspektive. Das heißt, im Idealfall willst du eine Linienführung haben, das heißt einen Weg, der durch den Wald führt, oder so eine schöne Gasse von Bäumen, wo auch da das Auge des Betrachters etwas gelenkt und geleitet wird. Das ist nicht so einfach, weil hier hat es viele Ecken, die sehen toll aus, aber die sind fürs Foto jetzt nicht so mega geeignet. Da solltet ihr darauf achten. Ansonsten wäre es echt von Vorteil, wenn ihr einen Tag vorher herkommt und euch im Vorhinein anschaut, wo ihr die Fotos machen wollt, und vor allem auch im Vorhinein nochmal plant. Fahren Fahrradfahrer vorbei? Genau. So dass ihr also im Vorfeld plant, wie die Sonne untergeht, und euch genau anschaut, wo steht die Sonne wann. Denn gerade zum Sonnenuntergang ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, wo die Sonne steht. Es bringt dir nichts, wenn du unten am Strand stehst und die Steilküste vor dir hast und aber den Wald fotografieren willst. Also da achte mal darauf. Schau dir das am besten einen Tag vorher an zum Sonnenuntergang. Du kannst ja auch wunderbar irgendwo übernachten und dann bist du für den nächsten Tag gewappnet. Das gleiche ist dann für den Sonnenaufgang das Thema. Da kommt die Sonne jetzt im Oktober, Mitte Oktober, nicht ganz so gut durch den Wald durch. Da solltet ihr darauf achten, dass ihr dann vielleicht einen anderen Spot nehmt, im Sinne von, geht vielleicht doch runter zur Steilküste. Oder ihr geht weiter vorne zum Anfang des Waldes in Nienhagen. Dort habt ihr dann einen wunderschönen Glow auch, wenn die Sonne aufgeht. Und jetzt im Oktober ist es ja so gegen 7:30 ungefähr sehr vertretbar. Das heißt, man kann fast ausschlafen, noch einen Kaffee trinken vorher, so nicht wie im Winter. Im Sommer, genau. Also Sonnenaufgang,
achtet darauf, die Sonne kommt von der anderen Seite und ist, finde ich, nicht so vorteilhaft. Sonnenuntergang ist sehr, sehr gut jetzt im Oktober, gerade jetzt noch, wenn es lange Sonne hat. Da habt ihr einen wunderbaren Sonnenschein. Thema Brennweite. Die meisten von euch werden mit dem Standard-Kit-Objektiv herumlaufen, zumindest habe ich sehr viele hier so fotografieren gesehen. Das reicht eigentlich aus für den Anfang. Das heißt, für Weitwinkelaufnahmen sind 18 mm okay, da kommst du echt schon gut voran. Für einen Telebereich würde ich sagen, reichen die 55 mm, reichen da nicht ganz aus, denn um den Kompressionseffekt im Bild zu haben, brauchst du schon etwas mehr. Also so um die 100 mm solltest du mindestens haben, aber auch da gibt es gute Objektive für bezahlbares Geld. Da braucht man keine Premium-Linse. Denn du willst es ja sozusagen nicht bei Blende 1.4 benutzen, sondern eher bei Blende 3.5, Blende 4. Da du sowieso Gegenlicht hast, kannst du die Blende etwas zumachen, das ist gar kein Problem. Achte darauf, dass du auf jeden Fall beide Brennweiten hast, also sehr weitwinklig und dann eher mehr ans Tele rein. Ich finde so diese Zwischenbrennweite, so um die 50 mm, bleib hier Pepper, die um die 50 mm oder 80, 85 mm fand ich jetzt nicht so super, weil einfach noch nicht so viel ausgesagt wird. Also mit der Kompression im Bild, finde ich, wirkt das Foto viel interessanter. Und mit dem Weitwinkel hast du noch viel mehr auf dem Foto drauf, um zu zeigen, wo du bist. Also die zwei Sachen würde ich auf jeden Fall mit einpacken. Eine Weitwinkellinse und dann eher was in den Telebereich. Und dann bist du echt gut aufgestellt und gerade zum Sonnenuntergang reicht das eigentlich schon aus. Die zwei Sachen. Guten Morgen nochmal vom Gespensterwald, und zwar haben wir es jetzt kurz vor 7 und wir haben tatsächlich das riesige Glück, Nebel vorzufinden. Das heißt, gestern Abend noch den schönen Sonnenuntergang hier eingefangen und heute Morgen mit Nebel starten, hey, mehr geht nicht. Die Fotos sind im Kasten und der Gespensterwald hat immer noch Nebel, wie ihr sehen könnt. Hier im Hintergrund, es ist alles noch nebelbehangen, es war vorher noch etwas dichter, noch ein Ticken mehr. Aber jetzt lichtet sich so langsam der Nebel, dadurch, dass auch die Sonne jetzt durchkommt und es auch langsam Tag wird. Aber meine Message an dich, wenn du hierher kommen solltest zum Gespensterwald, es lohnt sich, glaube ich, zu jeder Jahreszeit und auch zu jedem Wetter. Du hast zum Sonnenaufgang hier tolles Licht, du hast zum Sonnenuntergang tolles Licht, du hast hier auch, wenn Nebel ist, wenn du das Glück hast, auch richtig gute Wetterkonditionen. Es lohnt sich bei jedem Wetter. Und wenn du am Tag unterwegs bist hier, dann lohnt sich auf jeden Fall hier auch ein Spaziergang. Der Wald sieht wirklich sehr, sehr schön aus und ja, zum Morgen ist es sehr scary, das muss ja nicht jeder machen. Mit der Kopflampe im Dunkeln hier reinlaufen und im Nebel behangen den Wald anschauen. Muss nicht jeder machen, aber wenn du es tust, es lohnt sich auf jeden Fall. Das war also der letzte Spot hier an der Ostsee. Jetzt heißt es für uns Richtung Heimat wieder fahren und auf dem Weg noch einen Spot mitnehmen. Und zwar gibt es noch etwas ganz Besonderes, was schon ziemlich lange auf meiner Liste steht. Also bis gleich. So, angekommen am letzten Spot für heute und auch beim letzten Spot für dieses Video hier im Harz, möchte ich mich bei euch erstmal fürs Zuschauen bedanken und noch ein paar zusammenfassende Worte sagen. Also was ich so mitnehme aus dem Ganzen, aus dem Roadtrip, das ist, dass man im Gespensterwald definitiv zum Sonnenaufgang oder Untergang nur die besten Fotos bekommt. Ansonsten sieht es dort normal aus, wie in jedem anderen Wald, beziehungsweise wie an jedem anderen Strand. Ein Teleobjektiv und ein Weitwinkelobjektiv braucht es da. Ich habe aber auch wieder gemerkt, dass man keine Premium-Linse braucht für solche Fotos, sondern eigentlich die ganz normalen Objektive dafür ausreichen. Wichtig ist, dass du zur richtigen Zeit im richtigen Ort bist. Das ist viel wichtiger als alles andere. Genau, Lüneburger Heide. Dort war ich auch wieder mit beiden Objektiven auch sehr gut aufgestellt. Gerade was die Telebrennweiten angeht, dort konnte ich dann nochmal einen Baum einzeln rausgreifen und mit einem Weitwinkel so ein bisschen auch zeigen, wo ich bin. Das fand ich sehr gut. Und hier im Harz ist natürlich die Schwierigkeit, dass diese Kirche ja ein sehr schwieriges Gelände ringsherum hat. Hier habe ich festgestellt, dass ein Weitwinkel eher in der Wiese ganz gut kommt und ansonsten so eine mittlere Brennweite eigentlich ausreicht. So 35 mm ungefähr war jetzt so die perfekte Brennweite,
um die Kirche gut abzubilden. Also alles andere, was dann 200 mm sind oder so, das ist hier nichts, das passt nicht. Dafür kommt ihr einfach nicht weit genug weg vom Objektiv, vom Objekt. Das heißt also, zu 35 mm würde das Maximum hier ansetzen an der Kirche. Und das reicht auch völlig aus. Ich hoffe, mein Video hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, dieser Stil im Vlog-Modus war für euch angenehm. Und ich hoffe natürlich, es hat euch nicht nur gefallen, sondern ihr konntet ein paar Sachen mit lernen. Vielleicht habt ihr Anregungen bekommen für euren nächsten Trip oder Urlaub. Die Locations haben wir jetzt innerhalb von 3 Tagen gemacht. Es geht natürlich auch viel länger, man kann sich da viel mehr Zeit nehmen. Es geht vielleicht auch kürzer, aber frag mich nicht wie. Es ist auf jeden Fall mit sehr viel Schlafmangel verbunden, wenn man das so schnell macht wie ich. Aber nichtsdestotrotz war es sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch geht es genauso nach diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir unter dieses Video noch schreibt, was ihr vielleicht anders machen würdet, was ihr vielleicht als Anmerkungen oder Tipps habt. Ich denke, das passt ganz gut. Da kann noch jeder was mitnehmen, was ich dann vergessen habe. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.